Das wirklich neue Russland, wie hier zum Beispiel die Bravo und das Traditionelle, lagen in der Aula des Nordhäuser Humboldt-Gymnasiums heute ganz eng beieinander. An den Tischen spielten Schülerinnen und Schüler aus ganz Thüringen das Spiel New Amici. Spielend Russisch lernen heißt das Ganze und soll kurzfristig gesehen die jungen Menschen für die russische Sprache begeistern. Zum zweiten Mal wird der Regionalausscheid in Nordhausen ausgetragen und das bleibt nicht ohne Wirkung. Wir haben gerne die russische Sprache an unserem Haus und es sind immer mehr Schüler, die die russische Sprache als zweite Fremdsprache anwählen. Und wir möchten natürlich auch die Verbindung nach Russland knüpfen. Wir haben seit vergangenem Jahr einen Schüleraustausch organisiert und die Schüler möchten gerne auch nach Russland fahren und einen russischen Gastschüler bei sich aufnehmen. Und dadurch ist natürlich der Wunsch, Russisch zu lernen, auch verstärkt. Heute wurden jedoch nicht nur die Würfel geworfen, die Steine gesetzt oder Worte übersetzt. Heute wurde auch gekocht und gebacken. Pelmeni, die mit Fleisch gefüllten russischen Teigtaschen, wurden von Schülern vor- und zubereitet. Für das Nordhäuser Humboldt-Gymnasium gingen zum Beispiel Juliane und Nadine an den Start, beziehungsweise sie saßen am Spieltisch. Das Erlernen der russischen Sprache hat aber auch einen ernsten Hintergrund. Ja, es gibt immer mehr Firmen, die Partnerfirmen haben in Russland, beziehungsweise zusammenarbeiten mit Firmen in Russland. Zum Beispiel die Schachtbau GmbH in Nordhausen hat solch eine Verbindung nach Russland und dadurch ergeben sich auf jeden Fall berufliche Chancen, wenn man die Sprache des Landes spricht, mit dem man ökonomische Verbindungen aufnimmt. Erst am Nachmittag stehen die Sieger der Nordhäuser Runde fest. Die dürfen sich dann auf einen Tag auf Schalke freuen. Zuvor jedoch wurde zu Mittag gegessen. Auf Russisch natürlich.